Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Zelda The Wind Waker HD. So, wir sind aus dem Gefängnis ausgebrochen und jetzt wollen wir doch mal gucken, wie wir hier ein paar Informationen finden. Denn wir müssen ja wissen, wo ist unsere Schwester? Die wurde entführt. Und wie wir die finden, weiß ich zwar noch nicht, aber wir werden es herausfinden. Und das hoffentlich schon in dieser Folge. So, unser Schwert ist ja auch weg. Haben wir auch nicht. Ist auch ätzend. Aber hier ist eine Truhe. Okay. Oh, du hast die Labyrinthkarte gefunden. Auf dem Wii U Gamepad sind nun auch Räume zu sehen, die du noch nicht betreten hast. Aha, okay. Gehen wir mal auf Karte. Ja, ich kann das ja leider sehen, ihr nicht, ne? Oh, nee. Es tut mir leid, dass es so ist. Okay, wir müssen hier rüber. Was? Kaputt machen, ne? Wir sammeln ja alles ein, wir sind ja Looter Kings. Okay, hier ist nichts. Ja, wir können hier oder da lang. Gehen wir einfach mal hier lang. Rechtsrum sind nämlich noch zwei Räume, wo wir nicht waren. Links nur einer. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Okay, da oben scheinen wir hin zu müssen. Da geht's lang. Gut, gut, gut. Okay, das hier ist so eine Truhe. Aber hier sind auch noch Räume, die noch unerforscht sind. Okay, gucken wir mal. Hier haben wir noch eine Truhe. Na, mach doch mal auf jetzt. Oh, das scheint aber eine große zu sein. Yeah, wir haben einen Kompass gefunden. Jetzt weißt du, wo sich all die Schätze in diesem Labyrinth befinden. Rufe den Kartenbildschirm auf und mach dich schlau. Okay. Ich schau mal schnell. Okay, also, diese Festung hier hat zwei Etagen. Ein Erdgeschoss und Etage 1. Ja, logisch. Wir sind jetzt in Etage 1. Aber uns hat ja auch Captain Tetra gesagt, durch diesen komischen Stein, wir sollen oben bleiben. Aha, hier sind wir also richtig. Hier sind wir richtig. Aber wir haben auch immer noch unerforschte Räume hier drinne. Ich würde sagen, wir gucken mal. Vielleicht ist ja noch irgendwie so eine Schatztruhe. Wir sind jetzt außen. Jetzt sind wir wieder drinne. Ah, geschafft. So. Ha! Jetzt hab ich's, Link. Rauch auf den Turm, wo sie deine Schwester gefangen halten. Kommst du nur, wenn du zu dem Raum direkt unterhalb des Turms gelangst. Von dort musst du einen Ausgang ins Freie finden. Von außen kannst du den Turm dann besteigen. Alles klar? Yep. Okay, wo ist der Turm? Wo ist der Turm? Wo ist der Turm? Ach so, wir sind schon also am Turm hier. Ah, okay. Okay, okay, dann gehen wir mal hier rein. Wir müssten jetzt nämlich in den Raum kommen, wo wir noch nicht waren. Hallo? Gut.
Okay, ja, wir haben natürlich kein Schwert, das ist natürlich ätzend jetzt, ne? Hier irgendwie lang zu kommen. Was machen? Was machen? Durch die Tür durch. Kommt noch, Entschuldigung. Kommt noch mal so ein Außengang und dann kommt da ein Raum, wo wir noch nicht waren. Ich würde echt gerne wissen, was da ist. Also probiere ich jetzt auch aus. So. Laufen wir halt schnell zurück. Hier waren ja keine Wachen. Das heißt, wir müssen ja ganz gut durchkommen hier. Und hopp. Und hopp. Schau mal schnell Erdgeschoss kurz. Kann ich jetzt nicht, okay. Weiß nicht wieso, aber jetzt kann ich. Okay. Ja, ich würde euch das gerne zeigen. Das ist jetzt ein bisschen doof natürlich, ne? Dass das so nicht geht. Ich dachte vielleicht, man kann das wechselmäßig so auf dem Bildschirm screamen. Hätte ich euch das zeigen können. Aber das klappt leider nicht. Wir sind jetzt genau unter so einem Suchscheinwerfer. Sehe ich auf der Karte. Okay. Ach, scheiß drauf, so weiter. So, jetzt kommt wieder so ein Flurweg, würde ich das mal so nennen, ja? Okay, Captain Tetra. Hey Link, hör mir gut zu. Wenn du die Leiter hochkletterst, erwartet dich da oben der Unhold, der diese Suchscheinwerfer bedient. Wenn du ihn bezwingst, hältst du damit vielleicht die Scheinwerfer auf. Dummerweise hast du unbewaffnet außer deinem Schild. Dummerweise bist du unbewaffnet. Außer deinem Schild hast du nichts, um dich ihm zu stellen. Also, an deiner Stelle würde ich mit meinem Schild den Angriff dieses Schurken abwehren und wenn er seine Waffen verliert, diese schnell durch Drücken von A aufheben. Naja, mal sehen, wie du dich behauptest. Okay, das geht. Also, wir können Angriffe abwehren. Oh, ich bin etwas krank, das tut mir leid jetzt. Und dadurch verlieren die ihre Waffe und die können wir dann aufnehmen. Ja, komm mal her hier. Ah, genau so. Ich versuche, er hatte die aufgehoben. Was soll das? Komm, greif mich nochmal. Nochmal. Jetzt aber. Hä? Oh, ich hab das Ding weggeworfen. Bam, jetzt aber. Jetzt gibt's richtig Backenfutter hier für dich, Alter. Mit deiner eigenen Waffe, du Vollidiot. Knick-knack hat's gegeben. Ja, cool. Können wir die Waffe jetzt einfach mitnehmen? Erstmal schalten wir den zweiten auch noch raus. Klettert er hoch? Nee. Oh, lässt er die Waffe los. Okay, also groß mitnehmen können wir die wohl nicht. Aber naja. Ja, komm her hier. Schlag zu. Ja, bleib mal hier. Nicht weglaufen. Backenfutter gibt's für dich. Penner, du. Pam. Das ist die Rache dafür, dass ihr mich schon mal eingesperrt habt. Oh, was haben wir denn da Schönes?
Du hast ein Glücksamulett gefunden. Es wird in deiner Beutetasche aufbewahrt. Man sagt, so wie sich Schmetterlinge auf einer Blumenwiese einfinden, so kommt das Glück zum Träger dieses Amuletts. Ja, ist in unserer Beutetasche drin. Sehr schön. So, zwei Suchscheinwerfer haben wir ausgeschaltet. Bleibt denn nur noch der da? Kommen wir von da hinten aus, wenn wir die Treppe hochgehen? Ich kann ja mal drücken. Ist dann da eine Leiter? Ja, da ist sie. Dann kommen wir dann da hoch und dann können wir den da. Okay, okay. Gut, gut. Okay. Ah. So, wieder runter. Okay, da kommen wir natürlich jetzt nicht lang, war ja klar. Müssen wir hier lang. So. Jetzt kriegen wir wieder auf Karte bei mir hier, okay. So, dann bitte dadurch. Weiter, 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 weiter. Ich komme. Dieses Kartengewechsel hier von drin nach draußen und so, das ist schon ein bisschen irritierend hier. Wenn ihr das sehen könnt, würdet ihr mich verstehen, was ich meine. Das ist so, ist man drinnen, ja okay, zeigt die Karte natürlich drin, dann ist man draußen, zeigt es draußen, aber das wechselt immer, switcht immer so hin und her und das ist ein bisschen komisch irgendwie. Okay, da ist der Weg. Da müssen wir lang. Aha. Okay. Ja, wir wissen, wo das Ding ist. Wir brauchen uns die noch 800 Mal angucken, aber wir wollen da hin. Wie kommen wir nur dahin? Ich denke mal, wir müssen da durch. Und dann kommen wir nach draußen. Und von draußen aus können wir dann weiter. Nur wie kommen wir jetzt an den hier vorbei? Und was liegt da unten? Oha. Okay, öffnen wir mal gleich. Die Tür sieht nämlich nicht so gut aus. Oh fuck, oh fuck. Da ist ja noch eine Wache. Shit, 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 shit. Oh, da ist noch eine Wache. Die sind aber auch hässlich. Okay, okay, okay. Ja, schnuppert ihr meinen ab mit deinem komischen Hintern, ey. Oh oh. Oh oh. Geh bloß an uns vorbei. Ja, 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 ja. Der wackelt ja, alter Schwede. Los, mach dich hier bloß vom Acker. Ich versuch mal. Was? Nee, 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 die Kiste, das Fass ist super. Das stand hier schon immer. Mist, ich sehe jetzt nichts. Der geht jetzt wieder genau, der geht jetzt wieder in die Richtung. Und der da auch. Dann können wir loslaufen. Ich
laufe die ganze Zeit, ohne zu wissen, ob hier vorne eigentlich noch einer ist. Auch sehr schlau. Oh, die können wir öffnen. Die sieht aber ein bisschen groß aus, ne? Na, schafft er. Er ist stark. Oh. Schaffen wir das so? Er kann ja nicht raufspringen, ne? Oh, das ist so. Nee, nicht rein. Du sitzt da drauf. Nee, macht er nicht. Oh, schnell weg. So, würde ich sagen, versuchen wir mal da hochzukommen. Was sollen wir sonst jetzt machen? Und dann machen wir mal diesen. Kriegen wir diesen Scheinwerfer von hier aus? Nee. Von hier aus können wir nicht den Scheinwerfer ausmachen. Ach, das ist ja echt. Das ist das erste Labyrinth und gleich schon mal wieder hier so für uns gleich wieder Action. Egal, gehen wir mal noch höher. So. Dim. Ja. Wir müssen 100 pro durch diese Tür da unten, wo die Leute waren. Da. Ja, nur wie? Okay, wir müssen versuchen, mit dem Faster gerade vorbeizuschleichen. Geht ja nicht anders. Geht nicht anders. Ob wir wollen oder nicht. Wir müssen es so probieren. Nein! Abgestürzt. Nein. Wo sind wir? Boah, da besuchen wir einer. Geradeaus scheint eine Truhe zu sein oder so. Entschuldigung. Wie gesagt, etwas krank. So. Wollen wir mal weitergehen? Dim. Oh. Der andere. Ah, der kommt jetzt auch. Bleiben wir mal hier stehen. So. Nein, ich bin zu früh los. Oh, Glück gehabt. Oh. Da ist eine Riesenkiste. Wie kommen wir da rein? Hey! Das ist ein Schalter, aha. Okay, gut. Oh ja, jetzt geht's los. Riesenkiste. Bitte unser Schwert. Oh, wir haben Herzteil gefunden. Okay, ist auch gut. Bei 4 Stück kriegen wir wieder einen Herzcontainer dazu. Das ist gut. Aber wir brauchen unser Schwert. Wir brauchen unser blödes Schwert. Oh, ja.
Eine Truhe gibt es noch. Sehe ich auf unserer Karte. Allerdings auch im Erdgeschoss, wo wir jetzt sind. Oh. Aber auf der komplett anderen Seite. Wir verlieren immer Münzen, wenn der Penner uns angreift, der das voll unfair. Wir sind hier. Da seht ihr mal ein Stück von der Karte. Ey, hallo, scheiß Maus. Genau da drüber, auf der anderen kompletten Seite des Dings. Da ist unser Herz. Da ist unsere letzte Truhe. Und auf die machen wir uns auf den Weg. In der nächsten Folge Zelda The Wind Waker HD. Okay, Freunde. Das war The Legend of Zelda The Wind Waker HD Part 4. Wir kommen zurecht. Wir haben eigentlich alles erkundet. Eine Truhe fehlt uns noch. Da hoffen wir, dass unser Schwert drin ist. Und die werden wir uns holen. Und dann machen wir uns auf den Weg zu der bewachten Tür. Hoffentlich mit unserem Schwert können wir die besiegen. Ansonsten werden wir uns ein Fass nehmen und versuchen, an denen vorbeizuschleichen. Und so hochzukommen. Damit wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein, euer Jadi. Ciao.